Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 Piratenleben. So, wir sind hier im Lager. Dass du das nicht gewusst hast. Nein, habe ich nicht gewusst. Und wir wollten, beziehungsweise ich wollte was, bla 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 bla. Genau, noch ein bisschen trainieren. Beziehungsweise wurden mir ein paar Tipps geschickt, wo man nach dem Fowler suchen kann. Wir sind nämlich ein bisschen falsch gewesen. Moment, ich muss jetzt gerade gucken. Ich habe mich auch selber nochmal überlegt. Wo der sein könnte, beziehungsweise wo ich vielleicht suchen wollte. Weil ich mir gedacht habe, nee, der kann ja gar nicht wirklich groß in der Wüste sein. Vielleicht gucken wir einfach mal einen anderen Weg. Und gehen mal hier lang. Noch nicht zum lebendigen Feuer, aber in die Richtung. Vielleicht ja. Na gut, nee, hier ist nichts mehr groß. Dunkelpilz, also der will ja irgendwie in eine Höhle im Inneren der Insel oder irgend so ein Schwachsinn auf jeden Fall. Und naja, gehen wir einfach mal hier lang. Gehen wir mal ein bisschen mehr ins Innere der Insel, weil wir waren ja die ganze Zeit an der Küste, sag ich mal, bei den Piraten. Hier gab es auch, glaube ich, mal irgendwo so ein... so eine Höhle, wo man reinspringen konnte. Das war ganz lustig. Das war, oder, nee, keine Höhle, sondern genau das ist doch hier oder so. Können wir auch mal ausprobieren. Beziehungsweise soll der da auch in der Umgebung sein. So, jetzt sehe ich hier nur gerade ein paar Wölfe. Die eigentlich kein Problem sein sollten, aber naja. Nein! Kein ernsthaftes Problem. So, das einzige Problem ist nur, weil da unten ist doch jetzt irgendwie alles zu, ne? Da unten geht es nicht weiter, oder? Oh, das ist ja schade. Genau hier. Da sollte irgendwo in der Richtung sein, beziehungsweise wurde mir auch gesagt, dass wir sollen, das mache ich auch gleich noch, wir sollen einen Grog, sprich so ein hartes Getränk für Seemannsleute, trinken. Und das vor Greg, da kriegen wir auch noch irgendwie einen Bonus oder so irgendwas, keine Ahnung. Vielleicht hält er uns dann für härter. Kann ja sein. Ich glaube echt, das ist der einzige Weg. Vielleicht ist der da irgendwo. Ich werde mal gleich mal... Ich hab's eigentlich anfangs gar nicht so gedacht. Ich habe mir dann nur gedacht, da könnte es ja vielleicht sein. Ein paar von euch haben geschrieben, ja, der ist da in der Umgebung. Wenn wir da jetzt... Also ich soll jetzt ungefähr... Also ich mache einfach mal... Ja, nein, nicht runterfallen. Da hoch und dann... Ist ja jetzt hier so was ganz Lustiges, dass wenn man da runterspringt... Kriegt man noch einen Bonus... Ich glaube, das ist gleich ziemlich laut. Ich weiß nämlich gar nicht, wie das jetzt genau... Ach, wir springen einfach runter, ne? Wenn nicht, dann erschreckt euch halt, weil es so laut ist. Beziehungsweise, ich habe es euch ja gesagt und... Es ist tief. Aber okay. Und tschüss. Ja. Das war schon mal gut. Jo. Bam, genau. Und jetzt... Soll der hier irgendwo sein, ne? Also nein, also nicht direkt, aber... Ja! Genau, da ist nämlich so ein... Also so was hier, wie nennt man das natürlich, ein Unterwassertunnel, ja. Oha, wir können auch nicht mehr so lange im Wasser bleiben, weil sonst sind wir gleich tot. Geh da hoch, verdammt. Ist das überhaupt richtig? Ich hoffe es. Ach, verdammt, geht's doch gar nicht hoch, oder was? Ah, doch. Und hier soll der jetzt sein, oder was? Naja. Aha, da glänzt irgendwas. Oh Mann, ey, wenn ich euch nicht hätte. Das sieht doch fett danach aus. Und das ist, naja, wir werden gleich sehen. Vielleicht habe ich auch irgendwo eine gute Waffe gefunden und vielleicht ist er hier gar nicht. Ich denke mir erstmal nur. Weil einige von euch kennen sich ja ganz schön gut mit dem Spiel aus. Oh, Goldbrocken. Ich höre noch einen Lurker, oder? Oder bilde ich mir das nur ein? Oh Mann, was ist denn hier alles? Oh, ein bisschen Schwefel, haben wir noch ein paar. Zutaten, hier sind auch noch auf Bergkristalle, ne? Sehe ich gerade. Schön. Also, es hat sich jetzt echt gelohnt. Selbst wenn wir hier keine Rune finden. Aber irgendwie sieht es doch so ein bisschen danach aus, oder? Spruchrolle. Und außerdem ist ja auch noch Rune. Rune. Also, der Faller, der sieht ja echt noch gut aus. Und bitte, Faller, reg dich jetzt nicht auf, du hast schon einen ganz roten Kopf. Ja. Gut. Oder, und hier liegt sein bester Freund. Oh, eine Fackel, natürlich, dann können wir auch direkt den Minecrawler abstechen. Nein, natürlich nicht.
Also vielleicht schon, also wir werden dann sehen, ob wir das schon packen können. Vor allem, wenn wir ja gleich noch dann ein Level aufsteigen. Dann haben wir bestimmt noch einiges mehr drauf. So, wie kommen wir jetzt am besten hier wieder raus? Was ist denn das überhaupt für eine Rune? Ach, nee, sag an. Teleport, natürlich. Warum auch nicht? Aber ich habe ein Gefühl, hier sind noch mehr Lurker. Ich will wissen, was da ist. Beziehungsweise kann man da runter... Ja. Immer alles durchsuchen, ne? Man kann vielleicht was übersehen. Also können wir ja uns jetzt zurück teleportieren, falls irgendwas wäre. Mein Freund. Ja, hier sieht es ja auch authentisch aus. Wo sind wir denn jetzt hier genau? Haben wir jetzt direkt einen Weg gefunden, wie wir ins Banditenlager kommen oder was? Verdammte Kacke, wo sind wir? Ja, das war jetzt eine super Idee. Ach nee, wir sind doch jetzt weiß ungefähr, wo wir sind. Pass mal auf, wir gerade mal an Land gehen. Falls sie uns das lassen. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, wo wir sind. Warte, da sind erstmal Gegner und... Ja, wir sind jetzt hier unten. Dann... Alter! Dann, was ist los? Boah. Hat so ein bisschen gehangen. Was war jetzt los? Also nicht jetzt das Ding, sondern irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe geschlagen und er hat nicht geschlagen. Der wollte nicht. Der hat sich geweigert. Der Penner. Naja, egal. Jetzt sind wir hier, wo der Wasser. Also da, wo der Wasserfall ist. Ne? Das heißt, wir können jetzt außenrum hochlaufen. Weil ich bin nicht so faul und benutze einen Teleporter-Hune. Das mache ich später, wenn wir hier alles durchkämmt haben. Aber jetzt. Wird ja erstmal alles grundlos niedergeprügelt und aufgesammelt. Weil wir sowieso noch ein paar Erfahrungspünktchen brauchen. Nichts zu plündern. Weil wir ja die neue Waffe benutzen wollen, müssen, tun, sollten. Weil du fettes Kackding. Naja, gut, das Ding ist jetzt tot. Da hinten sind noch zwei Sumpfratten, oder? Sind doch Sumpf, müssten sein. Da fällt gerade auf, wir haben gar keine Fernwaffe, das ist schlecht. Na gut, die rostige Axt bringt es jetzt nicht. Das bringt auf jeden Fall das Ding, aber wir können es auch nicht benutzen. Das kotzt mich an. Ja, erstmal eine, das ist gut. So, jetzt noch du, komm her. Jawoll. Das finde ich jetzt gut. Das ist echt klasse jetzt. Jetzt haben wir auch ein Level noch dazu bekommen oder eine Stufe, wie auch immer. Ich gucke immer alles nochmal sicher durch. Oh, toll. Können wir jetzt nicht direkt... Nein, 10 Geschicklichkeitspunkte. Die müssen wir dann auf jeden Fall investieren. Also die Lernpunkte dann umwandeln in Geschicklichkeitspunkte, weil das ist auf jeden Fall wichtig. Und oh Gott, das sind 3. Scheiße. Tut mir leid für den Ausdruck, aber es ist gerade einfach nur scheiße. Okay, einer sieht uns, das reicht mir erstmal. Ja, nimm die Waffe auch. Komm, komm, put, put. Komm jetzt, du Kackding. Oh, du Pflaume, jetzt komm her. Ja, wisch deinen Kot weg und komm jetzt. Was macht der? Gartenarbeit? Jetzt komm. Brauchst du nicht hier rumzurülpsen, jetzt kommen, Alter, endlich, Alter, so ein faules Stück Dreck. Ist auch verdient, Mann. Stinkst dir die Gegend voll. Und wunderst dich jetzt, wird das ja einen aufs Maul gibt, Alter. Naja, ich sag gar nichts mehr dazu. Okay, ach, das sind sogar, das ist sogar noch einer, ja, ist ja toll. Ist ja ein Traum, Alter. Jetzt komm aber, du zu groß geraten, zu groß geraten, aber was auch immer. Ah, da kommt er schon. Zu groß geraten, das Reptil. Oder am Piep oder was auch immer. Ja, jetzt kommt direkt der nächste. Hallo. Komm jetzt.
wir bluten auch schon wieder alles voll hier. Auf den rennen wir jetzt drauf. Das ist der letzte. Hat ja viel gebracht. So, es ist auch tot. Haben wir nicht irgendwie. Ne, ich behalte die noch mal ein bisschen. Die Tränke, die brauchen wir bestimmt irgendwann noch. Da habe ich Wölfe gesehen. Hoffentlich nur einen. Leben ja eigentlich im Rudel, deswegen ist es nur einer. Naja, okay. Hat er hier irgendwas liegen lassen oder gibt's hier irgendwas? Bitte, okay, das ist jetzt ein bisschen zu gefährlich. Ja, dass wir jetzt noch abstürzen, den ganzen Weg nochmal hochlatschen können, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, deswegen suchen wir noch irgendwo nach Pflanzen, beziehungsweise gehen weiter. Und jetzt sind wir wieder hier und da ist eine Pflanze. Eine Weidenbeere und jetzt ist hier noch eine Pflanze und zwar noch mehr. Einmal ein gammeliger Pilz und dann noch eine Pflanze und noch Blauflieder und habt ihr noch mehr im Angebot. Okay, jetzt können wir hier wieder. Können wir wieder zurücklaufen und wieder mal den Boden vollmüllen mit unserem Blut. Wenn wir nichts Besseres zu tun haben. Da hinten habe ich noch was gesehen. Oder auch nicht. Naja. Ist auch egal. So, haben wir hier noch irgendwo Pflanzen? Ja, da war was, ich hab's genau gesehen. So. Und da auch noch. Boah, ist ja, da ist ja, boah. Und noch mehr, Alter, ich komme mir ja vor wie im Geschenkladen. Also nicht in einem Geschenkladen, wo man Geschenke kauft, sondern wo man welche bekommt. Genau, das ist nämlich der richtige Begriff für Geschenkladen. Hab da wieder was gelernt, ne? Müsst ihr direkt allen erzählen, die er kennt. Ein Geschenkladen ist ein Laden, wo man Geschenke kriegt, ne? Deswegen heißt auch Geschenkladen. Quatsch. Schwachsinn. Okay, da sind noch Scavenger, beziehungsweise, ich habe jetzt auch eine Idee, wie wir das machen mit diesem Heiltrank für den, wie hieß er? Morgen, genau. Der Cousin vom Abend. Naja, auf jeden Fall, ich habe da so einen Plan. Also wir sollen ja in Blablabla Felsen auf dem See in der Nacht. Deswegen gehen wir einfach mal mitten in der Nacht in den Sumpf und locken ein Viech halt, was weiß ich, auf irgendeinen Stein. Müsste ja eigentlich klappen. Wird sich das jemals ändern? Nein, es wird sich niemals ändern, glaub mir. So, wo können wir jetzt. War das der Brandon? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon, ich bin mir ganz sicher, ist das der, wo wir Geschicklichkeit lernen können. Bringen. Yes! Ist Englisch und heißt ja. Für die Leute, die es nicht wissen, sollten aber eigentlich wenig sein. Ist auch scheißegal. Oh, es wäre gewagt. Ist das gewagt? Ah, scheißegal. Wird jetzt gemacht. Komm. Du mieser kleiner Dieb. Ja, ich hab's verstanden. Gut, dann machen wir jetzt erstmal das, was ich vorhin noch geplant hatte. Hier, wir stehen ganz ohne Grund vor Greg und dann saufen wir jetzt mal hier schön so einen richtigen. Ja, guck's dir. Gute Idee, mein Junge. Bring mir auch eine Buddel. Was? Nix. Warum? Okay. Hier ist dein Grog. Oh, 100 Erfahrung. Dank dir. Auf die See, Adanos. Launisches Vibe. Wie eigentlich so einen riesigen, ja, Buddel oder wie es heißt, Buddel rum. Wie auch immer. Wie das alles auf einmal trinken können, das ist doch der Hammer. Wegen dem Kämpfen. Was? Wegen dem Kämpfen. Jo, hast du es hier noch? Achso, da kann man Schwierigkeitsgrad. Im Kampf. Ich fürchte. Achso, da kann man Schwierigkeitsgrad ändern. Können wir dann machen, wenn wir dann halt vielleicht, wenn es ein bisschen zu einfach wird oder wenn wir irgendwo festhängen, irgend sowas in der Richtung halt. Ich habe Fowler gefunden. Tatsächlich? Wo ist der? In einer geheimen Höhle nahe dem Talkessel. Und warum ist er nicht mitgekommen? Er ist nicht mehr so recht in der Lage dazu, aber ich habe seine Rune. Tja, er hätte besser im Kloster bleiben und dort Wein saufen sollen. Schmeiß die Rune ins Meer oder behalt sie. Ist mir egal. Auf jeden Fall gut gemacht. Aus dir wird vielleicht auch noch ein guter Pirat. Also natürlich schmeißen wir die ganz klar ins Meer, weil wir haben ja auch immer Bock, immer hierher zurückzulaufen. Also natürlich nicht, wir behalten die Rune, ist ganz klar.